Man soll die Dinge natürlich nicht einzeln betrachten, sondern immer in einem größeren Zusammenhang sehen. Da die wenigsten von euch Diplom-Biologen werden wollen, genügt gefächertes Wissen. Dann kann man so Verbindungen herstellen, die Möglichkeiten, neue Möglichkeiten des Denkens eröffnen. Ja, der alte Selle philosophiert mal wieder. Kommen wir zur Sache. Betrachten wir die Dinge hintereinander. Humus. Schreib mit. Humus. Löss und Mergel. Dann wasserführender Ton, der sich hin und wieder zu kleiartigem Boden erweicht. Kleiartigem Boden. So, Leute, das war's. Der alte Selle sagt auf Wiedersehen und zieht sich ab morgen ins Privatleben zurück. Ach, was macht ihr denn? Ihr macht es ja noch richtig schwer. Ja, ich schau natürlich mal wieder vorbei, ist doch klar. Wieso geht's denn überhaupt nicht passen, wenn du überhaupt nicht vorbei? Ja, das sind so Dinge. So viele Idioten laufen rum und ausgerechnet der Selle muss wieder sauer sein. Selle, Frau Präsident! Selle, Frau Präsident! Selle, Frau Präsident! Selle, Frau Präsident! Ja, ihr seid verrückt geworden. Kommt immer meine Tasche hier. Nehmt ihr die Blumen, kommt, packt immer die Blumen hier. So, lasst mich mal durch. Die machen sich doch nur einen Spaß mit dem alten Herrn, um eine Freistunde rauszuschinden. Ich weiß nicht. Ich habe auch ein Abschiedsgeschenk für den Kollegen Selle. Ich habe in den Jahren eine Menge von ihm gelernt. Komme ich zu spät? Nein, nein. Sie kommen gerade recht zur Abschiedsvorstellung. Gib mal auf hier. Herr Selle, hochverehrt, haben Denken uns gelehrt. Sie gaben uns kein Nebenfach, das man erträgt mit Ach und Krach. Darum möchte ich Ihnen danken, ein Zauberer mit Blumenrang. Oh, oh, oh. Das ist ja toll. Wie duftet ja. Geht ja auch weiter. Oh, das ist ein kleines Geschenk. Ich danke euch allen sehr. Ihr macht es mir wirklich schwer. Meinst du, das klappt? Aber natürlich, danach wollte er sich die Finger lecken. Ich bin gar nicht lang, wie leid mir das. Ja, ja. Im Kühlschrank ist Sekt. Ja, Sekt. So ein kleiner Abschiedspunkt vielleicht. Hilf doch mal hier, wer hat noch kein Glas? Hier, bitte. Wie viel sind wir denn? Wie viel? Neun. Da brauchen wir noch. Alle Tage ein Abschied. Ein Abschied. Und was ist ich vertrage nicht mehr den kleinsten Tropf. Aha, Sie gehen jetzt schlafen. Ich gehe Hefte korrigieren. Bonne nuit. Das war's dann, nicht? Ja. So. Klappt, tschüss. Hätten Sie einen Augenblick Zeit für uns? Aber immer. Das morgen sogar. In unübersehbaren Mengen. Darf ich? Also, wenn ihr so freundlich seid, ihr Lumpen, dann habt ihr doch bestimmt irgendwas auf dem Herzen, wie? Naja, wir haben uns da gemeldet. Bei dem Wettbewerb Wissen für morgen. Ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja, von Zeit zu Zeit muss man sich mit anderen messen, damit man ein Gespür für das eigene Können kriegt, danke. Nun, ist aber sehr schwer. Und da dachten wir uns, wenn Sie vielleicht, ich meine, ab und zu, Sie haben doch gesagt, dass Sie ab und zu mal reinschauen wollen. Also, wenn ich das so richtig verstehe, da braucht ihr Hilfe, wie? Naja, vielleicht schaffen wir das nicht allein. Ja, das wird man einrichten können. Das wird man bestimmt einrichten können. Ruft mich doch mal an. Wie viel Zeit habt ihr denn für das Projekt?
Und was wollt ihr überhaupt machen? Naja, wir wollen einen Quadratmeter Park untersuchen. Was da wächst und was da lebt. Aha. Sind Lebewesen gefährdet? Ganz gut. Einfach. Naja, nichts Spektakuläres, nur das Leben um uns. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Also, mit mir könnt ihr rechnen, wenn da mal Not am Mann ist, ja? Ja. Macht mir bitte die Tür auf. So. Also, schlaft schön. Ja. Gute Nacht und nochmals vielen Dank. Das war sehr schön, finde ich. Sehr schön. Tschüss, schönen Abend noch. Wir könnten gerade zum Geschäft eröffnen. Der Abschied war überwältigend. Den hattest du auch verdient. Soweit ich das beurteilen kann, warst du nämlich ein guter Lehrer. So ist es. Jetzt ist man kein Lehrer mehr, man war einer. Ich freue mich auf die kommende Zeit. Ich schwöre dir, ich habe keinen Plan gemacht. Keinen einzigen. Wir lassen es ganz langsam angehen. Weißt du, es ist sonderbar. Da hat man mehr als 40 Jahre an der Tafel gestanden und die Mendelschen Gesetze erklärt und die Osmose in die kleinen Köpfe gepaukt. Und manchmal hätte ich einfach so wegrennen können. Überdruss und dann dieses Gefühl, dass man gegen eine Wand redet. Und heute? Heute glaube ich, es hat sich gelohnt. Das hört sich so an, als wolltest du morgen gleich wieder hingehen. Nicht gleich morgen. Naja. Warten wir es ab. Es ist schön, wenn man noch gebraucht wird. Aber Hermann, niemand wollte dich zum alten Eisen legen. Na, du nicht. Aber die Schüler brauchen mich. Tja. Und dann kommt der neue Lehrer und dann bist du vergessen. Nein, die haben mich gebeten, weißt du, dieser Wettbewerb Wissen für morgen, da haben die Schüler eine gute Idee entwickelt, eine sehr gute. Daraus wird hoffentlich nichts. Was? Also die beste Idee von den Schülern war es doch wohl, dich vor ihren Karren zu spannen. Ab und zu ein Rat, ein Hinweis. Hermann, mach dir doch nichts vor. Da ist heute was zu Ende gegangen. Und das Ende, das kannst du nicht aufhalten. Also sei klug und mach einen neuen Anfang draus. Aber nicht mit der Schule. Nicht mit den Jungs. Also doch Pläne. Nur einen einzigen. Und den habe ich schon ein Leben lang. Du sollst dich wohlfühlen. Bei mir. Entschuldigung. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo ich hier jemanden finde, der was zu sagen hat? Da haben Sie Pech. Über Mittag pennt der ganze Laden hier. Der Chef ist krank und sein Vertreter ist auch schon zu Hause. Kann ich Ihnen helfen? Na, aber es muss doch jemand da sein, der was zu sagen hat. Ja, davon haben wir hier eine Menge. Aber die denken auch nur, dass sie was zu sagen haben. Am besten man geht hier einen schönen Mittelweg. Nicht rechts anecken, nicht links anecken. Das ist mein Rezept. Das ist aber ziemlich wichtig. Ja, morgen früh. Morgen früh? Morgen früh bin ich auf dem Markt. Und wenn Sie es mir sagen, oder wollen Sie was aufschreiben? Nee, also die Angelegenheit, die muss ich schon persönlich erledigen. Aber vielen Dank, mein Fräulein. Eine Schlacht, da schlagen die sich mit den Billy Boys. Und das ist eine, die hauen sich dann nur kaputt. Da so ein Ritter. Entschuldigt bitte, dass ich so spät komme, aber diese neue Faulheit, die liegt mir richtig in den Knochen. So ein
ungewohntes Mittagsschläfchen. Ja, ich bin da. Wir haben es heute sehr eilig. Heute läuft nämlich in der Lupe 2 Uhrwerk Orange und wir drei haben Ausgangserlaubnis. Ja, und was habt ihr inzwischen gemacht? Wir haben da einen Behälter und darin wollen wir die Sache aufbauen. Prima. Tommys Vater spendiert die Glasscheiben. Ja. Gut. Und die Halterung dazu. Und dann brauchen wir noch, Torf, Mergel und Lehm und ein paar Tüten Riss. Wo gibt es den überhaupt? Hier ist die Liste mit den chemischen Präparaten. Wenn Sie uns die besorgen könnten, ich hänge sehr mit meiner Jahresarbeit. Ach so, ja, und da müssen wir eigentlich noch in die Uni, zur Bücherei. Und wenn Sie sowieso in die Stadt gehen können... Also wir sollten auf keinen Fall den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Was ihr braucht, das ist ein Quadratmeter Boden, den ihr beobachten könnt. Und der muss eingezäunt sein. Ne? Das ist ja doch eine ganze Menge. Muss das denn echt sein? Wie wollt ihr denn was darstellen, was ihr überhaupt nicht beobachtet habt? Habt euch so eine schöne Aufgabe gestellt und das wollt ihr jetzt mit links machen. Nee, Freunde, kommt, jetzt setzt euch hier hin. So, und dann wollen wir nachdenken, wer was macht. Und dann werdet ihr sehen, dann verteilt sich die Arbeit ganz von selber. Mit dem Modell, das hat noch Zeit. Zuerst brauchen wir Fakten. Fakten. Und Fakten. Und dann, ganz allmählich, werden wir anfangen, uns ein Modell zu machen. Ne? Bitte? Herein. Ja. Ja, bitte. Guten Tag. Mein Name ist Horbach. Werner. Ja, und Frau Horbach? Ich möchte den Direktor sprechen. Ich vertrete ihn. Ach, ist er krank? Es tut mir leid. Ich habe ihn auf dem Markt doch schon vermisst. Ist was Schlimmes? Was kann ich für Sie tun, Frau Horbach? Ach, wissen Sie, wenn Sie den Herrn Direktor nur vertreten... Ist es wichtig? Können Sie warten? Ja, wichtig ist es schon. Und ich fürchte... Ich komme noch mal. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielleicht überlegen Sie sich noch, ob Sie mit mir sprechen wollen. Der Direktor ist in Kur. Ach so. Man kann nicht einfach irgendwo so einen Quadratmeter Boden nehmen. Muss auch günstig liegen. Muss einen Zugang haben, verstehst du? Zugang muss das doch haben, aber nicht für alle. Hier vielleicht. Aber überall Hundedreck. Hundedreck, wo du hintrittst, Hundedreck. Bestimmt kein Fleck hier in dieser Stadt ohne Hundedreck. Da muss der Rasen, der muss ja auch noch lebendig sein. Da muss ja was passieren. Das kann ja nicht so ein ausgelutschter Boden sein mit versickerter Chemie. Also, ich weiß ja, was du da machst. Aber für andere Leute musst du eine ziemlich komische Figur abgeben. Das kümmert mich überhaupt nicht. Und außerdem, in diesem Park sind mir viel zu viele Rentner. Die Kinder, wirklich schlimm dran. Überleg dir doch mal, 6 Stunden Unterricht täglich im Durchschnitt und 2 Stunden dann Hausaufgaben und für die Externen dann noch 2 Stunden Schulweg. Da merkt man wieder mal, dass sie... Merkt man wieder mal, dass die Schüler keine Gewerkschaft haben. Oh, Herrmann. Sag mal, findest du nicht, dass du dich in der Sache ein bisschen zu sehr engagierst? Wer will denn den Wettbewerb gewinnen? Du oder die? Ich glaube, die beuten dich ganz schön aus. Ach was, ich bin froh, dass sie sich mit sowas beschäftigen. Das ist doch positiv, das muss man doch auch mal sehen. Dass die überhaupt so ein Wettbewerb, hilf mir mal, dass die überhaupt so ein Wettbewerb mitmachen, das ist doch positiv. Muss man die doch unterstützen. Wer soll es sonst tun? Herrmann! Warte, Sie schon eine ganze Zeit, sagen Sie mal, was sucht denn der Herr eigentlich hier? Die Ostereier vom vergangenen Jahr. Oh nein, entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, mein Mann sucht für seine Schüler hier einen günstigen Quadratmeter Park. Verstehen Sie?
Sag mal, was würdest du jemandem sagen, wenn er dich fragt, was du hier suchst? Den Derek krieg ich doch rum. Der ist doch froh, wenn er einen Grund hat, von zu Hause auszubüchsen. Mein Opa ist noch wochenlang aus dem Haus gegangen. Jeden Morgen. Bis wir dahinter gekommen sind, dass er den ganzen Tag im Kino oder im Park rumgesessen hat. Das sollte mir mal einer sagen. Du brauchst nicht zu arbeiten. Hey, hat jemand Lust, mit nach Waldeck zu kommen? Wir haben noch einen Platz frei im Wagen. Um Sprit zu sparen, würdet ihr doch sogar des Teufels Großmutter einladen. Ach, mein Gott. Scheiß haut doch ab, lange Rede. Naja, Waldeck wäre ja nicht schlecht, aber ich muss ja bei der Silberhochzeit meiner Eltern rumhängen. Ich kann Herrn Rabe und meine Mutter nicht sitzen lassen. Wenn die mich schon zum Speedway einladen, weiß ich, wann ich den Typ brauche. Danke. Ach, ja. Ingo hat geschrieben. So. Sissi muss ins Krankenhaus. Muss ins Krankenhaus? Ja. Nichts Schlimmes. Hoffentlich. Weil die Kinder sind allein. Aber auch nicht mehr ganz so klein, nicht? Na, immerhin. Das heißt also, du möchtest. Nein, du musst zu Ingo und Sissi. Ja, wenigstens die erste Zeit, bis sich alles ein bisschen eingespielt hat. Und wenn sich dann alles eingespielt hat? Ich habe ja nichts dagegen, dass man sich untereinander hilft, aber du musst ja nicht gleich hinfahren. Die Plagen und ihr Vater können ja endlich mal erwachsen werden. Also ich an deiner Stelle, ich würde den Mund halten, Herr Herrmann. Wie ist denn das mit deinen Schülern? Wer macht denn die Wettbewerbsarbeit? Du oder deine jungen Herren? Wir haben uns da gar nichts vorzuwerfen. Wirklich nicht, Herrmann. Ach du meine Güte, Mädchen. Du bist ja böse. Ach, was böse? Böse ist gar kein Ausdruck. Wütend bin ich. Stinkwütend. Du und deine Schüler, das ist doch alles nur eine Ausrede, Herrmann. Du kannst dich einfach nicht hinsetzen und sagen, so, jetzt warten wir es mal ab. Dann bin ich alt. Das sind wir jetzt alle beide, du. Und daran werden wir uns gewöhnen müssen. Du fährst also hin? Nein. Wie bitte? Weil du recht hast. Sie müssen es wirklich mal lernen, allein zurechtzukommen. Du verblüffst mich immer wieder. Bam, 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 pa, pa, pa. Di, da, tom, 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 da, di, da, da. Ach, Herr Selli, Sie sind ja schon da. Ja, meine Herren, ich bin schon da. Ran an die Arbeit. Und der lauscht schon an der Tür, der kann auch ruhig reinkommen. So, meine Herren, wir werden uns zum Wochenende ein bisschen Zeit für einen Bummel in den Park nehmen. Da habe ich nämlich ein tolles Fleckchen entdeckt. Ich habe jetzt hier mal ein erstes Arbeitsschema für euch gemacht. Danach könnt ihr euch mal anschauen, wie diese grundsätzlichen Bodenuntersuchungen auszusehen haben. Hier für jeden eins. Ach, Herr Selle? Ja? Herr Selle, das ist so, ich möchte mit meinem Vater, ich meine mit Herrn Rabe, am Wochenende zum Speedway ins Fränkische. Aha. Ja, und meine Eltern feiern Silberhochzeit. Ich habe Sonneurlaub. Gratuliere. Ja, und ich würde gern nach Waldeck, da ist noch ein Platz im Bus frei. Wie bitte? Es tut uns ja auch leid. Ja. Wir dachten, weil Sie doch jetzt so viel Zeit haben. Zeit? Habe ich richtig gehört. Genug Zeit. Ja, ich habe genug Zeit. Aber nicht für euch, meine Herren. Nein. Ich habe ja volles Verständnis dafür, dass mal einer nicht kann, ja? Aber so nicht. Der dumme alte Selle, der macht die Arbeit hier. Der hat ja genug Zeit. Nein, diese Milchmädchenrechnung, meine Herren, die geht nicht auf. Ich lasse mich doch nicht ausnehmen. Nee, ihr braucht keine Hilfe. Ihr braucht einen Tritt in den Hintern, damit ihr endlich mal merkt, dass man mit Menschen kein Spielchen machen kann. Tür auf. So. Ihr macht das schon. Irgendwann werde ich ja in der Zeitung lesen, ob ihr gewonnen habt. Ja. Ja.
Entschuldigung, wo ist denn der Direktor? Los. Den haben wir geschafft. Der ist auf Kur. Wir verlieren zu gut. Von wem? Entschuldigung, aber jetzt ist es wirklich dringend. Wenn mein Sohn kommt. Welcher Sohn? Mein Sohn. Ach, Aufnahme, dafür ist das Sekretariat zuständig. Ich war doch schon ein paar Mal hier. Ja, ja, wir sind immer belegt. Das Haus hat einen guten Ruf. Also, wenn ich jetzt keinen finde, dem ich was sagen kann, dann kommt mein Sohn aber mit der Polizei. Wieso mit der Polizei? Ja, wegen der Blumen. Ja, was für Blumen? Das ist doch wegen der Blumen. Welche Blumen? Das Margeritenfeld von meinem Sohn. Das Margeritenfeld von Ihrem Sohn? Genau. Und Ihr Sohn? Der ist stinksauer. Mama hat ja gesagt, den jage ich die Polizei ins Haus. Wem? Na, Ihnen. Hier? Nein, denen hier. Ja, warum denn? Also, ich mag die jungen Leute. Sie sind immer freundlich. Ab und zu ein bisschen verrückt, aber das mit den Blumen, das geht zu weit. Mit welchen Blumen? Ganze Arme voll haben sie gemopst. Also mein Sohn, naja, also die Margeriten, die waren schon ein bisschen vergammelt. Aber mein Margeriten, Sohn, viele Margeriten, ja. 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 Und Sie meinen, sie sind gestohlen? Verkaufen wollte mein Sohn die ja nicht mehr. Unsere Gärtnerei hat einen guten Ruf. Aber wegen der Samen, wissen Sie? Ihnen, beziehungsweise Ihrem Sohn, sind Blumen gestohlen worden. Na, vielleicht wollten die jungen Leute jemandem eine große Freude machen. Wann war denn das? So vor 2 bis 3 Wochen ungefähr. Warum kommen Sie dann jetzt erst? Na, ich war doch schon hier, aber keiner wollte mich anhören. Ich bin froh. Wann war das genaue Datum? Na, ich hab's mir notiert. Hier. Der 27. Der folgenden 27. Monat. Mach mal kein Theater, habe ich zu meinem Sohn gesagt. Das regeln wir fein nachbarschaftlich. Ja. Die sind freundlich zu uns, also sind wir es auch das zu denen. Das ist doch sehr, sehr richtig. Wie viel macht denn das alles? Mein Sohn sagt 150 und er will die Sache vergessen. 150 und er will die Sache vergessen. Hier sind 150. Sie zahlen das? Na ja, einer muss ja die Zeche bezahlen. Ach, das ist die Lösung. Machen Sie eine Sammlung und holen Sie sich das Geld von den jungen Leuten wieder. Ja, und Ihrem Sohn, den können Sie ruhig sagen, die Blumen, die hätte er wirklich nicht mehr verkaufen können. Vielleicht solltest du doch zu Ingo und Sissi fahren. Hab schon abgesagt. So? Und hat er deine Gründe verstanden? Das hoffe ich. Für ihn? Und deine Arbeitsgemeinschaft? Macht sie Fortschritte? Und wie? Was hast denn du? Jemand denkt an mich. Ja, ich. Immer.